Heute gehe ich mit dir im Schnelldurchlauf mein komplettes Equipment durch. Also nicht nur meine Gitarren, sondern Verstärker, Effektgeräte und auch das Videozeug, Aufnahmeequipment. Ich habe eine Liste erstellt für alle, die mich immer wieder fragen, was ich verwende. Und heute sage ich dir mal ganz kurz zu allem zwei Sätze. Bleib dran! Hallo, hier ist Christian mit einem neuen Video. Ein Themenbereich, zu dem ich besonders viele Fragen bekomme, per E-Mail oder per Kommentar, ist der Bereich Equipment. Und ich habe mir jetzt endlich mal die Zeit genommen, mein komplettes Equipment, Audio und auch Video aufzulisten, sodass du genau nachvollziehen kannst und weißt, was ich verwende. Und ich dachte, ich mache ein kurzes Video dazu, sag dir einfach zwei, drei Sätze zu einigen der Dinge, die ich aufgelistet habe, sodass du für dich entscheiden kannst, ob du davon auch was kaufen möchtest. Übrigens, wenn du neu hier bist, dann denk auch darüber nach, meinen Kanal zu abonnieren. Von mir gibt es jede Woche ein bis zwei neue Videos, eben zum Thema Gitarrenequipment, aber vor allem auch Unterrichtsvideos für Anfänger und auch für fortgeschrittene Gitarristen. Es lohnt sich. Fangen wir an mit meinen Gitarren. Das ist alles nicht so wahnsinnig viel, wirst du jetzt merken, was ich besitze und verwende. Also ich habe dir nur das aufgelistet, was ich tatsächlich aktuell verwende. Leute, die meine Videos schon länger anschauen, wissen, dass ich irgendwann mal einen Cut gemacht habe vor ein paar Jahren und habe erstmal alles verkauft, was ich hatte. Habe mit einer E-Gitarre wieder angefangen und einer akustischen Gitarre. Und ich habe es seitdem mit Bedacht vorsichtig wieder aufgerüstet, meinen Fuhrpark. Also ich habe drei E-Gitarren derzeit, eine akustische Gitarre. Und ich mache mir heute mehr Gedanken bei Neukäufen. Brauche ich das wirklich oder nicht? Alles muss länger reifen, die Entscheidungen. Und das führt dazu, dass ich einfach viel weniger kaufe als noch vor wenigen Jahren. Das wäre so mein Tipp auch für dich. Nicht immer alles spontan kaufen, was dir einfällt, sondern mal abwarten. Ist das in drei, vier Wochen immer noch ein Wunsch oder oftmals löst sich das Ganze schneller in Luft auf, als man dachte. Gut, es geht los mit den Gitarren. Meine Hauptgitarre, wenn ich mich für eine Gitarre überhaupt entscheiden müsste, dann ist das die Fender American Professional Strat. Und zwar in der Version mit Humbucker am Steg und zwei Single Coils. Das ist wohl die Art Gitarre, die sich für mich am besten und natürlichsten anfühlt. Wann immer ich zu einem Gig komme und muss verschiedenste Sounds abrufen, würde ich diese Gitarre nehmen. Ich habe es also auch noch nie so gemacht, dass ich auf der Bühne zwischen verschiedenen Gitarren ständig hin und her wechsle. In aller Regel verwende ich live eine E-Gitarre, es gibt eine Ersatzgitarre dazu und eine Akustikgitarre und das war's. Und die American Professional, die es mittlerweile nur noch in der Version 2 gibt, in der leicht überarbeiteten Nachfolgeserie, das ist für mich die erste Strat gewesen, wo ich gesagt habe, ja, genau so stimmt das für mich alles. Die erste Fender, bei der ich nicht den Wunsch hatte, wieder irgendwas auszutauschen. Mit dieser Gitarre bin ich persönlich wunschlos glücklich. Die Godin Session Custom 59 ist mittlerweile nur noch gebraucht erhältlich, aber auch das ist ja eine Option. Es gibt so viele Gitarren auf dem Gebrauchtmarkt, man muss nicht alles neu kaufen. Wenn du lieber neu kaufst, gibt es aber auch ein Nachfolgemodell von dieser Godin. Einfach mal auf der Godin-Website stöbern. Ich habe gerade nicht parat, wie das Nachfolgemodell heißt. Die hat einen anderen Namen. Das ist quasi eine Telecaster-mäßige Gitarre mit einem Halshumbucker. Warum habe ich mir die gekauft? Das war praktisch die Gitarre für meinen Neuanfang, als ich alles verkauft hatte. Ich wollte damals bewusst mal ein Modell, das mir eigentlich nicht so vertraut ist und mit dem ich noch nicht so viel Erfahrung habe. Und Telecaster-Modelle mag ich sehr gerne, aber ich bin nicht damit aufgewachsen. Ich habe die erst spät für mich entdeckt und da ich zu der Zeit auch viel Jazz gespielt und geübt habe, wollte ich einen dickeren, wärmeren Sound, den ich mit dem Hals-Humbucker möglich machen konnte. Also es ist eine modernere Telecaster-Variante, die mir immer noch Spaß macht, die ich immer noch gerne spiele, vor allem für Jazz. Die Optik ist Geschmackssache, eine knallige Farbe, aber mir persönlich gefällt es und die Nachfolgemodelle sind, glaube ich, auch in ganz anderen Farben erhältlich. Und im letzten Jahr habe ich mir die Yamaha RevStar noch gekauft und zwar das Topmodell der Reihe, die RSP20CR. Das hat bei mir praktisch die Lücke einer Les Paul-mäßigen Gitarre mit zwei Humbuckern, so eine richtige Rockgitarre hat das bei mir gefüllt. Ich war zu der Zeit von den Gibson-Modellen nicht so überzeugt, beziehungsweise hatte ich das Gefühl, man muss sehr viel Geld ausgeben,
ausgeben, um was Ordentliches zu bekommen. Und Yamaha ist eben auch eine Firma, die mir schon lange bekannt ist für sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und so habe ich mich für die Yamaha entschieden und bin mit der auch immer noch zufrieden. Bisschen dicker Hals, den würde ich mir ein bisschen dünner wünschen, aber man kommt damit zurecht. Es ist sowieso immer Geschmackssache, die Halsdicke. Und für den Zweck, für den ich sie gedacht hatte, einen fetten Rocksound mit Verzerrung, eine wunderbare Gitarre. Und die einzige akustische Gitarre, die ich im Moment habe, ist die Taylor GS Mini. Die habe ich auch schon vor 4 Jahren gekauft. Ich habe die Version mit Mahagoni-Decke. Es gibt 3 oder 4 verschiedene. Und mit Tonabnehmersystem. Eine Zeit lang habe ich öfter mal Zuschriften bekommen, dass die mit Tonabnehmer nicht mehr verfügbar sind, die GS Mini. Es gibt aber auf jeden Fall jetzt wieder eine Version mit Tonabnehmer. Die sieht aber anders aus als meine. Also es ist eine Nachfolgeversion, wenn du unbedingt eine mit Tonabnehmer brauchst. Aber ich gebe zu bedenken, ich habe den Tonabnehmer meiner GS Mini noch nie benutzt. Nur einmal zum Testen, ob der auch funktioniert. Eine akustische Gitarre nimmt man normalerweise mit einem Mikrofon auf. Zu Hause brauche ich auch keinen Tonabnehmer oder muss ich nicht lauter machen zum Üben. Es wäre also nur wirklich erforderlich, wenn du mit der Gitarre auch öfter auf der Bühne spielen willst. Dann macht das Sinn. Okay, kommen wir zum Thema Verstärker und Lautsprecher. Da wird es noch minimalistischer bei mir. Vor einem halben Jahr habe ich die letzten Röhrenverstärker bei mir auch noch aussortiert und verkauft. Alles radikal rausgeschmissen zugunsten eines Modeling-Amps. Ich habe lange gezögert, bis ich mich so richtig für Modeling entscheiden konnte, aber ich habe es nicht bereut. Ich habe mir den Strymon Iridium gekauft, einen minimalistischen, relativ minimalistischen Modeling-Amp mit 3 klassischen Amp-Models, also die Modelings eines Fender, eines Vox und eines Marshall, alles, was man braucht, meines Erachtens. Den Rest mache ich ohnehin mit Verzerrerpedalen, wenn ich noch andere Färbungen brauche. Und ich habe wirklich seitdem nicht wieder das Bedürfnis verspürt, einen anderen Verstärker mir zu kaufen. Damit mache ich alles. Ja, wie verstärke ich das Ganze live? Die Frage wird mir oft gestellt. Da habe ich mir den Friedman Aktiv Monitor zugelegt, ASM 12, also wirklich für die Bühne. Ist relativ teuer, aber da gibt es mit Sicherheit auch günstige, überzeugende Varianten. Und im Prinzip kannst du über jede Monitorbox natürlich spielen damit. Und viel häufiger spiele ich aber zu Hause. Und da habe ich seit ewigen Zeiten 2 ESI Studio Monitore. Gibt es nicht mehr, aber auf der Equipment-Liste habe ich dir mal die Nachfolgemodelle verlinkt. Also übrigens, die komplette Equipment-Liste, die ich auch immer wieder aktualisieren werde, findest du auf gitarrenvideounterricht.de/equipment, also eine neue Unterseite auf meiner Website, auf der ich diese Equipment-Liste jetzt eingebaut habe. Und was mich bei den Monitoren immer bisschen gestört hat, dass man die nicht direkt auch an Laptop anschließen kann und dass sie für den Schreibtisch, den ich für alles Mögliche nutze, auch ein bisschen zu groß sind für meinen Geschmack. Jetzt habe ich mir noch kompakte Monitorboxen gekauft, die man optional auch per Mini-Klinke einfach an Laptop anschließen kann. Und zwar sind das die IK Multimedia iLoud Mikro-Monitore. Die gibt es direkt als Paar zu kaufen. Da gehören 2 zusammen. Und damit kann man genauso gut üben, spielen, Filme schauen, Videos schneiden. Ich mache alles damit. Übrigens, bei den Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, ich bekomme eine kleine Provision, wenn du über meine Links kaufst. Wichtig wäre zu wissen, dass es für dich am Preis nichts ändert, wenn du über meine Links bestellst. Natürlich empfehle ich dir hier nur Produkte und Instrumente, die ich selbst verwende und von denen ich überzeugt bin. Also keine Sorge. Okay, Gitarreneffektgerät ist der nächste Punkt. Da habe ich einiges. Ich habe jetzt erstmal nur die Geräte in die Liste aufgenommen, die ich wirklich am allerhäufigsten verwende, die bei mir mehr oder weniger jeden Tag oder jede Woche im Einsatz sind. Das ist einmal das Strymon Timeline Delay und aus derselben Reihe das Big Sky. Das ist das Hallgerät von Strymon. Dazu könnte man jeweils ein eigenes Video machen, deswegen ich sage gar nicht so viel dazu. Also alle möglichen Hall-Effekte in bester Qualität. Dann noch 2 Verzerrer, die ich im Moment sehr oft im Einsatz habe. Das ist einmal der Karl Martin Plexitone. Für eine rockige Verzerrung macht das Pedal richtig Laune. Und für dezentere, bluesigere Verzerrung nehme ich derzeit gerne den Ibanez Tube Screamer TS-808. Ich habe noch eine ältere Version mit einem Booster, aber ich glaube, der ist auch nicht mehr erhältlich. Ich habe dir auf der Liste den aktuellen TS-808 einfach verlinkt, der derzeit zu kaufen ist. Dann zum Thema Recording. Um Gitarren aufzunehmen oder auch Mikrofon braucht man ein Interface. Ich habe das Apogee Duet 2 Audio Interface.
Das gibt es meines Wissens aber auch nicht mehr. Das ist nur noch gebraucht erhältlich. Auf meiner Equipmentliste habe ich dir aber eine Alternative noch aufgeführt, die ich dir empfehlen kann. Und für schnelle E-Gitarren-Recordings, auch gerade unterwegs, nehme ich wiederum von IK Multimedia das iRig HD. Das habe ich in einem der letzten Videos schon mal vorgestellt, als es um das Zugreifen auf die internen Amp-Modelings in GarageBand auf dem Mac geht. Also eine einfache und kompakte und günstige Lösung, jetzt nur mit einer E-Gitarre in den Rechner zu gehen, wäre dieses iRig HD. Dann habe ich ein mobiles Aufnahmegerät, das ich im Moment gar nicht benutze, aber die Zeit kommt bestimmt mal wieder. Das Zoom H4n Pro. Das Ding hat eingebaute Mikrofone, aber auch XLR-Anschlüsse. Man kann Mikrofone anschließen. Auch viele Videomacher verwenden das, um den Videoton aufzunehmen. Ich habe ein Mikrofon, das ich direkt an die Kamera anschließe. Deswegen brauche ich es dafür im Moment auch nicht. Aber es ist ein amtliches Aufnahmegerät für alle mobilen Aufnahmen. Bandproben kannst du damit aufnehmen oder was auch immer dir einfällt. Sehr gute Qualität. Die Aufnahmesoftware für meine Gitarrenaufnahmen ist neben GarageBand, dem kostenlosen Programm, bei mir seit kurzem auch die Profi-Variante Logic Pro. Das ist ein kostenpflichtiges Programm und es ist wesentlich komplexer als GarageBand, aber ich habe Lust gerade, mich da mal mehr reinzuarbeiten in das Thema Audio-Recording und habe mir deswegen mal die kostenpflichtige Profi-Variante gekauft. Dann nur noch für die, die es interessiert, zum Thema Video. So viel ist es auch nicht, was ich da zu erzählen habe. Meine Kamera, mit der ich jetzt gerade aufnehme, ist die Canon EOS R. Die ist relativ teuer, hat diverse Vorteile, wie dass man zum Beispiel im C-Log-Format aufnehmen kann. Die Videoexperten wissen, was das ist. Ist aber keine Kamera jetzt, die man für den Einsteigerbereich empfehlen würde. Da empfehle ich dir die Canon EOS 200D. Das ist meine andere Kamera, die ich auch immer wieder verwende. Die 200D gibt es meines Wissens nicht mehr im Moment, aber es gibt die 250D. Die ist so ähnlich. Also das wäre eher, wenn du anfangen möchtest, Videos zu machen, meine Empfehlung. Und das Objektiv, das ich meistens verwende, so auch jetzt, ist das Sigma 24mm f1,4. Meine Videoschnittsoftware ist Final Cut Pro. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das wäre also meine derzeitige, relativ vollständige Equipmentliste. Gitarre spielen, aufnehmen, Videos aufnehmen. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir natürlich wie immer unten einen Kommentar. Würde mich freuen. Gib mir den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.